Hallo Leute, also ich habe den Mikrofonständer gerade nicht aufgebaut, deshalb halte ich das Mikrofon in einer Hand. Also sorry, wenn es nicht so klingt wie sonst, also qualitätsmäßig ein bisschen schlechter ist. Das wird auch nur ein kurzes Infovideo. Ich habe vor langer, langer Zeit mal hier an einem Recording-Setup gebastelt, das ich gerne umsetzen wollte. So hat mein Zimmer damals ausgesehen. Abgesehen von dieser Wand hier und von den Linien am Boden sowie diesem Deckenbalken, wo ich überlegt habe, ob ich einen Vorhang reinsetze für die Schalldämmung, wollte ich euch dieses Infovideo nur schon mal so ein bisschen im Voraus bringen, weil ich ungefähr erahnen kann, was auf uns zukommen wird und was ich denn alles verwirklichen möchte. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich nicht wissen. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, habe deshalb nicht so viel Zeit wie andere Leute für YouTube, dass sie wirklich den ganzen Tag aufnehmen und rendern. Ich würde gerne, aber das geht nicht. Außerdem, ein normaler Job schadet nicht. Deshalb werde ich das vorerst mal von diesem Status hier so belassen. Dafür gibt es allerdings auch keine Werbung auf meinen Videos. Es kann sein, dass mal bezüglich eines Copyright-Anspruchs Werbung hinzugeschaltet wird. Das ist dann aber nicht von mir ausgänglich, sondern das ist eben von der Firma, die das Copyright dann beansprucht hat. So, ich habe da mal versucht, eben den Raum, so wie er vorher aussah, also hier praktisch Bett, Schreibtisch, Kästen, Regal, Fernseher, Bassverstärker und so weiter umzuräumen und umzustellen, und bin momentan in der Planungsphase für 2015. Ich habe mich entschieden, dass ich meinen Urlaub, der eigentlich für 2015 geplant war, auf 2016 verschiebe und dafür möglichst viel hier an dem Recording Setup ran arbeite. Da hätten wir mal Folgendes. Hier, diese zwei Dinger sind Fenster, das da hinten ist jetzt auch ein Fenster. Sind hier jetzt leider verschlossen, weil ich alle einzelnen Linien zu Modellen umgearbeitet habe und die das halt einfach von der Textur nicht mitgetragen haben. So, also mein Schreibtisch steht aktuell so. Ich sitze auch hier gerade so davor. Der Rest ist relativ akkurat. Ich habe aber vor, mehr in diese Richtung hier zu gehen und arbeite jetzt daran, das vielleicht so aussehen zu lassen. Ja, ich weiß selbst, der Tisch steht etwas weit rein, aber das ist mir ziemlich egal. Denn wenn ich jetzt hiervon ausgehe, dann hätten wir hier Platz für das ganze Recording-Setup, auch für die Zukunft. Der Fernseher wird später an den Kasten bzw. an die Wand gehangen. Da kommen zwei 27 Zoll Monitore hin. Also stellt euch diesen ungefähr ein bisschen kleiner vor, hier in zwei und hier oben noch den dritten. Dann hier ist mein Keyboard, Bassverstärker wird alles noch hinten hinkommen. Das heißt, wir fokussieren uns mal auf den Schreibtischbereich und somit eigentlich auch den Recording-Bereich. Da hätten wir einiges am Platz für Spiele, für ja allen möglichen Kram, für Konsolen. Das würde ich gerne hier unterbringen, alles in Schreibtischnähe. Und hier hinten kommen dann noch ein paar Stühle rein, für Gäste etc. Also wenn wir jetzt diesen Schreibtisch hernehmen und da ein Recording-Setup draus basteln, ich denke, das würde relativ gut funktionieren. Ich habe Akustikschaumplatten schon bei mir, nur laut aktuellem Stand, weil das Haus meiner Eltern gehört und nicht mir, darf ich nichts an die Wände kleben, das heißt, da kommt noch eine selbstgebaute Wand hin. Wie ich das dann akustisch abschirme, weiß ich noch nicht genau. Das werde ich aber sicherlich rausfinden. Der Schreibtisch wird eben darüber wandern. Der Fernseher, der jetzt hier drauf steht, auch mit. Und ich würde gerne einfach die Fläche ausweiten und das Ganze so in Richtung... Also der Fachbegriff ist ja eigentlich Man Cave. Also in eine Man Cave umwandeln. Mit, ja, einem kleinen Schlafbereich, weil wenn ich in der Arbeit bin, brauche ich meinen Raum nicht. Wenn ich zu Hause bin, Bett oder Computer. Oder, okay, Sofa. Das Sofa habe ich hier jetzt noch nicht eingezeichnet, das kommt dann hier hin.
Heißt, wenn ich jetzt hier ein zusätzlichen Kasten baue, glücklicherweise, mein Vater ist Tischler bzw. Schreiner, also werde ich das ausnutzen, dann kommt hier praktisch statt diesem einzelnen Kasten eine ganze Front hin, wo ich alles mögliche Zeug hinräumen kann. Und hier kommt dann Akustikschaum bzw. Dämmmaterial hin, sowie an diese Wand. Natürlich, ich habe vor, das Ganze möglichst professionell zu gestalten, auch wenn ich jetzt nicht sozusagen meinen Lebensunterhalt mit YouTube verdienen möchte. Natürlich, wer möchte das nicht, wenn es möglich ist, aber ich bin realistisch und sage, okay, wenn ich meine 40 Stunden die Woche arbeite, komme ich vielleicht, Freunde und so weiter mit eingerechnet, auf 1 bis 2 Aufnahmesessions pro Woche maximal und würde versuchen, die Zeit, die ich nicht in Aufnahmen und in Freunde stecke, irgendwie hier in diesen Raum dann rein investiere, sowie natürlich Geld, denn nichts ist gratis in dieser Welt. So viel mal zu diesem Infovideo. Mir fällt nämlich sonst gerade nichts mehr ein, worüber ich labern könnte. Wir sehen uns dann beim nächsten Video bei Dark Souls. Ciao, Leute.